Donnerstag, 14.18 Uhr, 88,95 Millimeter. Erstmal die AI-Brille einpacken. Und wir sind auf einem Schrottplatz. Was immer wir hier auch suchen, werden wir mal schauen. Aber vielleicht irgendwie Gedanken. Es ist kalt. Verdammter Regen, ich bin klatschnass. Auto. Matt, Jack soll das Auto, das ich suche, gestohlen haben. Nicht verkehrt, ihm ein paar Fragen zu stellen. Ja, das halte ich für eine gute Idee. Plage. Blake war nicht im Büro, als ich ging. Ich werde ihn nicht vermissen. Sean. 24 Stunden. Mir bleiben weniger als 24 Stunden, um Sean Mars Leben zu finden. Oh nein. Schrottplatz. Ein Schrottplatz. Guter Ort, um an gestohlenen Autos rumzubasteln. Mad Jack. Mad Jack alias Jackson Neville. Der Typ hat ein Fuhrstrafenregister so lang wie mein Arm, also Vorsicht. Okay, das scheint wohl ein gefährlicher Typ zu sein. Was für ein beschissener Ort. Ich stelle Neville ein paar Fragen und verschwinde von hier. Entzugserscheinungen. Mir ist schlecht. Oh nein. Schweißausbruch, Hände zittern. Hoffentlich geht das gut. Nicht, dass er einen Anfall kriegt. Mann, hört das nie auf zu regnen. Nein. Urlaub mache ich hier nicht, da bin ich mir verdammt sicher. Okay, wir werden jetzt einfach mal zu den Typen hingehen. Und mal schauen, was der so für Antworten für uns hat. Halt! Können Sie das bitte ausmachen? Oha. Der sieht schon ziemlich gefährlich aus. Norman Jaden, FBI. Können wir einen Moment reden? Bin ganz Ohr. Oha. Können wir reingehen? Na, er ist schon ganz plitschnass. Also ich glaube, der Typ, mit dem Typen ist nicht zu spaßen. Irgendwie habe ich bei ihm so ein ungutes Gefühl. Ich suche den Besitzer eines blauen 83er Chevrolet Malibu. Ist mir scheißegal, wie der Wagen herkam. Oder ob er gestohlen war. Ich will nur den Käufer wissen. Sorry, Mann. Da klingelt nichts. Irgendwie kann ich mir Namen einfach nicht gut merken. Hm. Dann werde ich Ihnen mal auf die Sprünge helfen. Sollten Sie den Wagen tatsächlich an den Mann, den wir suchen, verkauft haben? Wartet eine lange Zeit im Knast auf Sie, Jackie Boy. Jackie Boy. Du willst mir Angst machen, Großmaul? Hab dein blödes Auto nicht gesehen. Und jetzt verpiss dich. Okay. Wie zu erwarten, kooperiert er nicht. Zeit für unsere Brille. Vielleicht finden wir hier ein paar Informationen. Keine Hilfe, dieser Mad Jack. Entweder hat er eine weiße Weste oder er hat was zu verbergen. Ich glaube, wir schauen uns erstmal so um, bevor wir die Brillen zum Einsatz bringen. Vielleicht finden wir ja so noch ein paar Hinweise. Wenn wir hier erstmal reinschauen. Haben wir hier was? Ein Fernsehen steht hier oben, hier ein Sessel. Was ist das hier? Ein Werkzeugkasten. Sieht aus wie ein Werkzeugkasten. Mann, die Schuhe sehen immer wieder dreckig aus. Oh, was ist das denn? Merry Christmas. Okay. Und ein Vibe mit Merry Christmas Outfit. Er scheint Vorlieben zu haben. So, hier drin ist anscheinend nichts. Okay. Aber wenn wir uns mal hier weiter umschauen. Vielleicht finden wir hier was bei den Autos.
Alter, wieso? Hier ist auch nichts. Muss doch irgendwo was sein, oder? Es ploppt hier nichts auf. Also müssen wir doch die Brille zum Einsatz bringen. Hilft nichts. Hoch. Es geht los. ARI on. Oh. Schau mal eine an. Da haben wir doch gleich schon mal irgendwelche Informationen für uns. Fingerabdrücke. Wahrscheinlich von Mad Jack. Hm. Wahrscheinlich. Aber das kommt vor, wenn man hier arbeitet. Okay. Wir werden jetzt hier alles mal nach und nach... AI-Eintrag. Spuren von Orchideenpollen in der Luft der Werkstatt identifiziert. Ah, guck an. Wir werden jetzt hier einfach mal alles nach und nach ein bisschen abgrasen. Blaue Farbreste. Okay. Aber das hat ja nichts zu sagen bei einer Werkstatt eigentlich. In dem Sinne. Vor allen Dingen, wenn man halt Lackiere ist. Hat das ja nicht viel zu sagen. Oh. Hier ploppt aber so einiges auf. Sehr interessant. Die gleichen Reifenspuren. Blaue Farbreste. Das Auto des Mörders war definitiv hier. Okay. Scheint wohl der Mörder sein Auto hier umlackiert zu haben. Ist das vielleicht ein Beweis? Wieso komme ich hier nicht rum? Sag mal. Hör mal. Weder ein Haufen Fingerabdrücke. Gut, den Spruch lässt er diesmal nicht ab, weil er wohl den schon abgelassen hat. Sehr clever, aber finde ich auch ein bisschen komisch. Aber ist egal. Macht ja nichts. Das macht über... Haben wir hier irgendwas? Hä? Hier scheint wohl nichts mehr zu sein, oder? Wenn wir hier nochmal... Das scheinen wohl bestimmt auch nur Fingerabdrücke zu sein. Ja. Fingerabdrücke. Ist aber eigentlich nicht seltsam in einer Werkstatt. Wir können ja noch mal hier vorne mal unsere Fähigkeit nutzen. Ah, okay. Hier scheint auch noch einiges zu sein. Größe 41. Vermutlich ein Besucher. Okay. Ein Besucher. Das sieht mir wieder aus wie blaue Spuren irgendwie oder blaue Farbe. Das ist auf dem Boden. Oder? Blut. Blut? Warum ist hier Blut? Okay. Da ist also Blut. Scheint wohl denn was passiert zu sein. Die Frage ist natürlich, ob derjenige noch lebt oder nicht. Oder ob einfach bloß jemanden weggeschliffen wurde oder wegtransportiert wurde mit einem Auto, der eventuell vielleicht blau lackiert wurde, angestrichen wurde, was auch immer. Aber das sind ja bloß alles Vermutungen jetzt von mir. Hier scheint auch noch was zu sein. Die Blutspur führt zum Säurebad. Zum Säurebad? Sehr interessant. Dann werden wir mal die Spur mal nachgehen, wa?
Okay, hier haben wir nichts, oder was? Ah. Aha. Sieh einer an. Wir haben einen Schädel gefunden. Oh. Verdammt. Einer deiner Kollegen war ein bisschen zu neugierig. Musste ihm leider sein kleines Maul stopfen. Scheiße. Hände hoch, du Schwein! Ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Ich werde dich hier rausschaffen und schön fertig machen. Ich wusste doch, wir konnten ihm nicht trauen. Ach, verdammt! Na, na, keine Chance, Inspektorchen. Nicht mal dran denken. Jetzt aber. Oh mein Gott, die Brille. Weg da. Oh, verdrückt. Wir müssen uns zur Wehr setzen. Jetzt geht's los. Wir müssen uns jetzt auch langsam mal angreifen. Wir können nicht ausweichen. Schneller, schneller. Verdammt. Jetzt haben wir die Waffe. Wir haben die Waffe. Wir sind im Vorteil. Das reicht jetzt, verdammt. Sie sagen mir sofort alles über den Mann mit dem blauen Auto. Ach, fick dich doch ins Knie. Falsche Antwort, Kollege. Schlagen. Bam! Du hast mir meine Nase gebrochen! Als nächstes ist dir Schädel dran. Na los, raus damit! Ich hab keine Angst, Mr. CSI. So tough bist du nicht. Beeindruckend. Fuck! Bist jetzt komplett übergeschnappt, Mann? Oh, scheiße, Jack. Das war doch nichts. Nur Selbstverteidigung. Ganz genau nach Dienstvorschrift. Töte oder werde getötet. Wow, wow, wow. Halt, das reicht. Mir fällt da gerade was ein, hä? Du beruhigst dich und ich erzähl dir was. Ich weiß nichts über den Typ. Ich sollte seine Karre loswerden. Wollte eine neue mit falschen Schildern. Zahlte Cash. Da habe ich nicht nachgefragt. Meinte, wenn alles fertig ist, soll ich einem Kerl Bescheid geben. Paco im Blue Lagoon. Mehr weiß ich nicht. Wir setzen unsere Unterhaltung auf dem Revier fort. Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu Paco schweigen. Paco Blue Lagoon. Alles, oh nein, was passiert jetzt? Oh nein. Ist er nicht jetzt. Nicht jetzt kriegt er noch einen Anfall. Alles, was sie sagen kann und wird... Scheiße. Hey, hast du ein Problem oder was ist los? Ausgerechnet jetzt. Oh mein Gott, wir müssen, glaube ich, jetzt nehmen. Wir haben keine andere Wahl. Umdrehen. Oh Mann, unser Inspektor hat wirklich ein Problem. Er muss so langsam mal was dagegen unternehmen. Das könnte ihn sonst irgendwann mal das Leben kosten. Wir können von Glück reden, dass wir nochmal glimpflich davongekommen sind.